Hallo miteinander, willkommen zurück zu Shadow Empire mit Torrengent. Ja, ich denke, dieser Zug ist so gut wie jeder andere. Die meisten Sachen, die ich in Auftrag gegeben habe, sind ausgebaut. Es gibt immer noch ein paar Engpässe, Engstellen hier im Westen zugegebenermaßen und hier noch Probleme mit kleinen Inkursionen des Feindes. Aber ansonsten, denke ich, können wir uns jetzt auch aufmachen. Für euch erstmal hier nach oben. Hoffen wir einfach mal, dass da jetzt erstmal keiner mehr rauskommt hier. Wahrscheinlich werden jetzt gleich wieder irgendwelche Viecher hier losrennen. Und hier die Sachen wegcutten. Das HQ verlegen wir gleich mal nach Karnix. Ja, und dann beginnen wir tatsächlich den Kampf gegen Bainen. Ich will nicht sagen, dass er nicht provoziert war. Sie haben die Leute hier hingestellt. Zuerst, ja, an diese ganzen Grenzen, nicht ich. Und tatsächlich muss man sagen, dass man hier sieht, wir haben keinerlei negative Folgen. Copy that. Wir violaten die Border. Das Gegenüber steht gleich der Infanterie. Abort. So. Es ist ein Fluss dazwischen und wir sind im Wald. Trotzdem 6 zu 1. Schieß trotzdem mal mit den Jungs erstmal rein. Fire when ready. Yes, sir. Das war der Erstschlag. Und damit haben wir sie hier ordentlich rausgeballert, würde ich sagen. Requesting backup. Oh, wow. Sie haben gehalten. Fassbar. Ja. Ja, eine ganze Menge unserer Bolterbüsse der ersten Generation gehen hier drauf. Ah, da ist das HQ der dritten Infanterie. Hier würde ich sagen, bleiben wir erstmal einfach stehen, oder? Ja. Beziehungsweise wir schießen mal etwas mit Artillerie rein. Yes, sir. Immerhin 4 Treffer. Ich überlege, ist das hier ziemlich eng besetzt oder ziemlich klein oder fast gar nicht besetzt an dieser Stelle? Race Formation. Oh, nee, nicht Race Formation, sondern Replace Truppen wollen wir eigentlich machen. Legionäre und vor allem Armor Transports. Ja, du bist auch besser gepanzert, glaube ich, nur als der hier. 2, 3, 4, 5, 8. Oh ja. Du bist 1000-mal besser gepanzert als der andere. Ja, so kann man natürlich jetzt auch unsere ganzen alten Bolterbüsse hier austauschen gegen sehr viel bessere neue Varianten. Wir einfach mal, dass unsere HQs hinterherkommen mit dem Transport. Gehen wir hier hin. Naja, machen wir hier einen konzentrierten Angriff von allen Richtungen. Gut. Und die exponierte Position hier. Sagen wir, lassen sie sogar mal einfach so stehen. Ich soll das aber zum Schluss machen hier, oder? Wir vermutlich am geschicktesten. Okay. Ja, ich meine, die Fronten hier sind ja eher was halten gedacht. Beziehungsweise hier durchzublechen wäre natürlich auch nicht schlecht, aber. Ja. Hier drüben. Gehen wir natürlich auf breiter Front vor. Über die Berge. Unten haben wir ja auch ein paar Leute stehen lassen, um diese ominöse Enklave hier mal aufzulösen. Euch hier hinten hatte ich alle bewegt. Hier genau, hier, so. So. Hier so. Und du machst mal. Da
das hier alles leer. Oh Gott, die sind ganz schön eingegraben hier. Müssen wir sie jetzt mal aufweichen auf der Flanke. Ja, sie haben auch RPGs, ne? Das ist halt... Lanzerkets. Oh. Ach, du hast tatsächlich noch nicht mal eine Strat gespielt. Ja, ich habe auf den meisten, wo es relevant ist, Strats gespielt. Vor allem auf die Panzerdivision und so. Wow. 2,8:1. Ist trotzdem... Ja, niemanden verloren dabei. Ja, unser Recon ist wohl mäßig gut hier in der Gegend. Ja, mit 6:1. Sind uns technologisch eigentlich gar nicht überlegen. Sind mehr oder weniger auf demselben Niveau. Ja, na, mit der Miliz hier wird es eher schwierig. So, hier mit der Arti, du verstärkst das da vorne, du kommst dahin. Kommst dahin, kommst auch da hoch. Ich muss schon sagen, das ist hier... Das sieht nur aus, als wäre es irgendeine richtig krasse, fette Division. Das ist eine ganz normale Division. Oh, warte mal, HQ nicht in die erste Reihe. Hier hin, dahin. Was ist das hier? Meine Güte. Sogar zwei Artilleriebataillone hier. Schieß mal rein. Das eine ist ein ganzes Regiment, also. Wir haben auch ein. Ja, ich will nicht sagen großen Teil, aber zumindest einen kleinen Teil seiner Artillerie ausgeschaltet dabei. Die kann ihn also nicht mehr unterstützen. Panzer, Buggies, Infanterie, alles, ha? Mission completed. Oh wow. Wir sind hier teilweise auf All-Out-Attack, also... Es gibt nur einen Weg. Oh wow. Das sind die, die sich zurückgezogen haben. Und das sind tatsächlich unsere Laser-Buggies. Hervorragend. Das sind alle durch. Ja, ich habe das blöde Gefühl, dass er hier ein bisschen kassieren könnte gleich. 2:1. Also ein paar Verluste können wir schon in Kauf nehmen, ne? Hat echt schlechte Chancen und sie treffen auch verdammt gut diesmal. Ja, die Miliz ist, hat sich gleich zurückgezogen. Unsere Sturmgrenadiere, die haben zumindest ganz gut durchgehalten und sie haben auch den Feind besiegt. So, da haben wir ihn also gut zurückgetrieben an der Front, aber das ist ja noch nicht mal die Hälfte dessen, was wir hier vorhaben. Wir müssen natürlich noch mehr. So, damit ist diese ganze Front hier mal geschlossen. Ja, hier ist er ja sowieso arg in Bedrängnis. Das wird vermutlich ohne größere Probleme hier gehen. Er hat eine Menge Truppen dort zwar. Aber die haben wir auch. So. Idealerweise sollten wir eben nicht unbedingt unsere... Panzer solo stehen lassen. Okay. Bombardement. Oder direkt ein Angriff auf die Hauptstadt, hä? Huh? Sie haben ja auch ein zweites Supreme Command tatsächlich. 8:1, hä? Panzer haben schon gut reingehauen, aber nicht gut genug. Trotzdem fehlen uns hier tatsächlich die Punkte. Lassen wir euch nach hier. Ja komm, wir ziehen auch diese
Jungs hier rüber. Ihr werdet hier so ein bisschen auf der Seite aushelfen. Ich weiß nicht, wie weit wir hier vordrücken könnten. So, einer von euch wird sich mal dieses ganze Terrain hier unten sichern. Du kannst da hin, du kannst hier hin. Also mal hier sehr dünn aufgestellt, wenn ich erstmal so sagen darf. Ja, aber er wird sich jetzt hier mit Sicherheit auch verlegen teilweise, weil wir auf Bannern vordrücken. Mich dünnt, ich sollte vielleicht doch nochmal irgendwie mal mehr Leute aufstellen. Aber wir versuchen es mal mit der Menge. Ich denke, das hier sollte nicht lange dauern, bis wir das hier alles erledigt haben. Und dann können wir mit voller Stärke im Westen angreifen. Auch mal weiter hier. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, unsere Schneckenjäger-Aktion hier fortzusetzen. Auch das ist eine äußerst wichtige Aufgabe, die wir hier für die internationale Gemeinschaft übernehmen. Junge, Junge, der Laserbug. Der räumt hier ab. Richtig gut. Wo steht da irgendjemand? Oder irgendwas? Bleib es an, was auch immer es ist. All clear, sir. Unsere Mechs dominieren das Schlachtfeld. Weiter nach Norden. So, ihr seid ja eigentlich noch friedlich. Zieht euch mal hier alle rüber, weil ich glaube, wir haben hier ein kleines Problemchen. Der Versorgung der Leute da hinten. Oh wow. Rare. Oh ja, eine Aufgabe für Pons. Um das hier auszubauen. So, das ist hier unten ja von diesen ominösen Arachniden auch nichts mehr übrig. Jetzt versuchen wir gleich hier mit den Jungs hier zu crossen, hier das letzte bisschen. Also, wobei wir können eigentlich auch direkt nach Norden gehen. So. Wir sammeln uns hier in der Gegend und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Okay, ja, erstaunlich wenig Kampfhandlungen hier im Osten. Da mussten wir wirklich erstmal vordrücken, weil der Feind sich bewegt hat. Hier bin ich wirklich etwas unschlüssig, wie das hier laufen wird. Super schwieriges Gelände, gerade für unsere Panzer hier. Aber wir konnten zumindest hier schon mal auf die Straße vordrücken, was helfen sollte. Jetzt schauen wir, was wir replacen müssen. Mehr Prätorianer. Dann haben wir einen Transporter verloren. Das ist echt der Witz. Alles, was wir aufs Schlachtfeld bringen, ist eh nochmal besser als das, was eh schon da steht. RPGs hier, Laser Buggies vom Feinsten. Die PKW-Mühler. Mühler, nicht Mühler. Oh, herrlich, herrlich. Ja, der Enthusiasmus hier, ich spüre ihn förmlich. Er ist noch groß. Ja? Noch gab es keine allzu großen Verluste. Wir haben Fortschritte gemacht an jeder Front. Aber das kann sich schnell ändern. Vor allem im nächsten Zug. Wir werden sehen. Das ist äußerst überraschend hier, tatsächlich. Keinerlei Verluste für uns. Entscheidungen stehen an. Wasser entdeckt. Und ein Kater entdeckt. Mau. Jetpacks. Naja. Etwas spät, nicht wahr? So, Missile Launcher wurden entdeckt. Ein kommerzielles Projekt. Haben sich echt hier zurückgezogen nach oben. Ja, sie wollen wahrscheinlich Bannern verschwitzen. Hier haben sich auch zurückgezogen. So, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorgehen. Eigentlich würde ich ja das hier auch gerne schließen. Um mit ihm hier hochzugehen. Er ist äußerst stark. Er kann an die Front. Die müssen sich auch denken, nein, die Barbaren, sie kommen über die Berge. Ja. Wir sind nicht die Barbaren hier. Seien wir mal ehrlich. So, versuchen wir mal eine breite Front aufzubauen, mehr oder weniger.
Und da vorne ist ja schon die Stadt, die wir erobern wollen. Hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da sind sie. Und Glück hilft ihnen da auch das nicht wirklich. Und hier unten gab es natürlich wieder jemanden, der hier reingelaufen ist. Deswegen müssen wir einen zurückschicken. Ihr Jungs kommt trotzdem hier vor. Kommt super weit, obwohl ihr die alten Yasus habt hier. Mal hier ran, das sollte uns ordentlich Recon bringen. Die fünfte motorisierte, das HQ kommt auch hier vor. Und dein Großteil deiner Truppen ist ja immer noch hier. Das heißt, komm mal hier näher ran. Und wir gönnen uns hier mal so ein paar Jungs, ne? Auch die Slaver im Westen müssen dran glauben. Ja, gut. Na gut. Mission abgeschlossen. Affirmativ. Hier vor. Nochmal mehr Recon. Stell ich mal da vorne hin. So, versuchen wir ihn mal hier rauszudrücken aus der Ecke. Ja, wir könnten natürlich auch bombardieren zuerst. Aber das ist gut genug in einem richtigen Krieg. Mission successful. Sehr schön. Ja, die Akkuratheit der Predictions lässt natürlich wie immer zu wünschen übrig hier. Ja sagen, wir hatten ja wahrscheinlich Glück, dass er seine Panzerdivision hier abgezogen hat. Da steht ihr auch in der Stadt hier. Mal darin, hier. Was für der Truppen hier. Als nächstes das hier. Den könnte man natürlich auch einäschern mit der Artillerie. Aber wir gehen mal direkt so drauf. Unter unterstützendem Artilleriefeuer treiben wir die Feinde vor uns her. So. Das ist ein bisschen Overkill, ne? Machen wir nur die zwei. Sparen wir uns die Panzer für den Angriff in den Westen. Gut. So, hier rüber. Die haben keine Chance. Da muss man jetzt nicht mal, das ist absolut klar. Von allen Seiten hier umzingelt. Die Wasps sind auch mit dabei, hier überall. Energieglanzen einfach alles. Gut. Ihr wisst, worauf das hier hinausläuft. Wenige Kenner von Taktikspielen, versiert sind in solchen Dingen, die werden ganz genau sehen, worauf das hier hinausläuft. Ancel. Was ist bei dir aus? Ja, 13 zu 1 ist immer noch gut genug. Vielleicht wird es auch gar nicht notwendig sein. Dass wir versuchen, hier alles vorzuziehen, was man vorziehen kann. Okay, das war recht erfolgreich. Hier hinten. Kann man nicht sagen, die Sorgenkinder, aber oh, wow. Ja, sie haben sich bewegt, das heißt, sie sind nicht mehr eingebuddelt. Das hilft uns hier natürlich. Ja, ab über die Berge hier. Over the hills and far away. We're taking fire. Requesting backup. Ja. Volle Absicht, natürlich. Volle Absicht. Infanteristen, Prätorianer. Bessere Bolterbüsse. So ein bisschen was über das passt.
Okay. Die HQs so leicht nachziehen. Ich meine, ich mal hier hin. Das könnt ihr eigentlich nicht angreifen. Mal schon nach einem Zug. Ich meine, klar, Gelände ist nicht geil, aber trotzdem. Mach's mal so rum. Gehst dahin. Switch. Gut. Eine Menge Hits. Ja, solange wir sie vor uns hertreiben, ist alles bestens. So, und du kommst mal tatsächlich hier rüber. Ich denke, das ist wichtiger, wenn wir hier Unterstützung bekommen. Ansonsten. Im äußersten Osten. Hier haben wir ja feste Grenzen. Ja, sie haben, glaube ich, sie haben die Stadt aufgegeben. Mir scheint. Greift euch HQ an. Do no harm. Mit geballter Kraft. Gehört Omikron uns. So, da. Oh, wow. Saft. Okay. So, und jetzt habe ich gesagt, wir greifen damit mit normalen Leuten ein, ja? So, jetzt. Oh, da sind sogar ein paar Galactic Raid dabei. Das sind also unsere super kleinen Mungos hier. Die verrückten Mungos. Niemand wird sie aufhalten. Die stehen noch ihren Mann hier. Nicht mehr. So, du kommst hier dazu, du kommst da dazu. Ja, sieht fast aus, als könnten wir hier einen Großteil der Truppen aufreiben. Und zwar ohne größere Gegenwehr. Ich glaube, wir haben genau im richtigen Moment angegriffen. Okay. Aber wo ist diese Panzerdivision, die da im Osten stand? Das wüsste ich trotzdem wirklich gerne. Kämpfen ja auch mehrere Krieger. Ich glaube, die kämpfen auch gegen Galia-Pax. Aber das ist. Und das wirklich ist, ist halt die Frage. Wir spielen definitiv mehrere Fronten eine Rolle. Okay, hier haben wir eine. Hier haben wir eine Front entdeckt. Die aufgebaut wird. Und dann stellen wir uns da entgegen. Wir können sogar angreifen. So, 4,5. Ja, die sind, will ich mal behaupten, eingegraben hier. Und sie haben natürlich auch no Retreat. Schön, wie wir hier vorrücken und die Jungs hier einkesseln können, hoffentlich. Diese ganze Ost-Crew hier, die würde ich sagen, verlegen wir jetzt nach Westen einfach. Jetzt schon heißt das. Die Division sollten ja bald hier fertig sein. Mikro, eine 5 Entscheidungen stehen jetzt mal an. Ja, helfen dem CEO natürlich super gerne. Oh Gott. Missile Launcher. Haben wir noch kein Modell. Schwere konventionelle Raketen mit minimalen, mach mal Polymer einfach dann, hä? Polymer und einem Heavy Diesel Engine. Riots in Cornelia Span, das ist ja schon wieder, ja, ich wollte schon sagen. Zwienburg, kein Problem. So, Raya Basin auf Level 4, na, das brauchen wir noch nicht. Wir brauchen uns ja nicht übertreiben. Gut. Was
Jetzt haben wir hier endlich mal so ein bisschen wieder eine geografische Schnittstelle, ja, Schlüsselstelle, besser gesagt. Gut. Komm schon. Dass hier nur alles Laserbisse wären. Laserbuggies. Okay. Jetzt will ich enttäuscht. Require support. Es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, Captain. Zeit für Bombardierung. Super viele Treffer. Was seid ihr mittlerweile eigentlich? Retesting ist super gut bei denen. Ja, und das hier ist ja... Ich bin auch wieder versorgt hier drüben. Das ist gut. Wir sollten wohl definitiv etwas Munition nachbauen. Ja? 10 zu 1. Tatsächlich wieder andere Käfer hier. Reproducer Scale Wolf. Was auch immer du sagst, ne? Okay, wir haben fast alles bewegt. Komm, wir verbinden mal unsere beiden Territorien hier. Und das hier. Das Chaos Reservoir zu einem Binnensee gemacht hier. Na gut. Und tatsächlich das Ding hier auch bald, ha? Ganz große Klasse. Zur Runde. Ja, und damit auch nächste Folge, sehe ich gerade. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Der Krieg hat endlich begonnen. Fortschritte sind groß. Ja, ich denke, er hätte sich hier unten viel besser verteidigen können, wenn er diese Panzerdivision nicht zurückgezogen hätte. Aber wo zur Hölle ist die? Und es stehen trotzdem immer noch 91 Bataillone in der Stadt hier. Vielleicht ist ja die Panzerdivision dort vergraben in den Straßen. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Euer Torrent.